Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind natürlich die liebe Consti. Hallo! Hallo! Doc ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo, Doc! Hi! Dann ist Oppi mit dabei. Hallo, Oppi! Oh, ich hab Malaria! Ach, Oppi, das kriegen wir schon in den Griff. Dan ist natürlich auch dabei. Hallo, Dan! Hallo, ich hab auch Malaria. Oh Gott, das ist schrecklich. Ja, es ist schrecklich, aber das kriegen wir auch wieder in den Griff, Dan. Das kriegen wir schon hin. Und Scuttle ist natürlich auch dabei. Hallo, Scuttle! Ja, liebe Freunde, es ist wieder einiges zu tun. Ich mache mal gerade Pause, weil sonst geht hier die Zeit zu schnell rum. Wir haben Folgendes. Erstens, ihr seht es wahrscheinlich schon an der Grafik, Update 1019 ist rausgekommen. Und was das alles beinhaltet, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe einfach das Spiel gestartet. Ich sehe gerade nur die optischen Verbesserungen. Zum Beispiel, hier der Generator sieht anders aus. Zum Beispiel hier, diese ganzen Wolle- und Lederdinger sehen anders aus. Die Steine sehen anders aus. Die Hölzer sehen anders aus. Stahl sieht anders aus. Also es wurden viele, viele kosmetische Sachen offensichtlich gemacht. Hier die Stapel sehen auch anders aus. Finde ich geil. Sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus. Aber ich weiß jetzt nicht, was inhaltlich so gemacht wurde. Es wurde gewarnt, dass es sein kann, dass das Spiel gar nicht startet, beziehungsweise es abstürzt, wenn das eine alte Version ist. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht eine Kolonie aufgeben, ne? Deswegen habe ich es einfach versucht. Wir gucken mal, was jetzt Sache ist. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hingekriegen und dass das Spiel... Ich habe ja keine Mods laufen, das ist ja schon mal das Gute. Und das dann irgendwie hinbekommen. So. Also, wir müssen jetzt sehen, dass wir Dan und Oppi hier behandeln und wieder... Oh, guck mal, hier ist ein neuer Button. Bio. Ah, der war doch schon immer da, aber der hieß Charakter, oder? Oder Logbuch? Ich weiß nicht, ist hier irgendwas Neues? Not sure. Naja, Oppi wird also wieder behandelt, denn die beiden, Oppi und... Dan haben halt Malaria und das muss behandelt werden. Die Immunität muss über die Prozentzahl der Verseuchung, der Krankheit drüber. Und das ist wichtig. Offensichtlich haben wir hier noch ein Problem. Ich kann nicht mehr als 25 Kräutermedizin stacken. Das bedeutet wiederum, dass ich hier diesen Raum größer machen muss. Das machen wir direkt mal. Befehle abbauen. Hier sind auf jeden Fall neue. Das sind auf jeden Fall hier neue Symbole auch. Die sehen alle ein bisschen klarer aus. Von der Struktur sieht das alles noch ein bisschen comichafter aus, wie ich finde. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde das schön. Aber wir müssen es trotzdem im Auge behalten, ob sich inhaltlich jetzt nicht groß was geändert hat. Das wäre blöd. Hier das. Die haben keinen Strom. Das ist aber auch in Ordnung erstmal. Hier vielleicht noch einen Schalter hinbauen. Ich wollte ja hier lassen, falls da mal noch mehr durchlaufen. Das ist ja ein ganz guter Engpass, falls hier irgendwas passiert und die hier durchgehen. War ja nicht ganz scheiße. Das müssen wir hinkriegen. Das machen wir. Pass mal auf, das machen wir folgendermaßen. Warte mal, Strom, Batterie abreißen, hä? Wo sind denn jetzt Stromkabel hin? Okay, kann es sein, dass das Spiel doch irgendwie kaputt ist? Muss ich Stromkabel jetzt irgendwie wieder neu erforschen oder sowas? Oh Mann, was ist denn jetzt hier? Hier unten ist aber auch neu. Wildtiere. Haben wir eine Übersicht. Das ist neu. Aktion, weiß ich nicht. Ey, wieso habe ich denn keine Stromkabel mehr? Elektrizität. Muss ich das... Ja, Fleisch. Ich gucke gerade, ob es hier... Was ist das denn? Also ich habe das an sich nicht erforscht, aber ich habe schon Sachen... Na,
Solarzellen, Löschschock, die ich schon erforscht habe, aber Elektrizität an sich nicht. Das sollten wir vielleicht machen. Aber jetzt schlafen wir erstmal. Ey, Kacke. Seltene Trumbos. Was ist das denn schon wieder? Ah, den kann man bestimmt killen und er hat bestimmt irgendwie so ein... Dieses Horn oder so ist bestimmt voll viel wert oder was. Er hat Rückenschmerzen. Er hat auf jeden Fall Rückenschmerzen. Uncool. Verdirbt in 1,3 Tagen. Kann man nehmen. Brauchen wir für den Winter. Verdirbt. Todzeit. Kill frisch. Nehmen wir mit. Wer hat denn die gekillt? Wer hat die gekillt? Irgendwas muss die gekillt haben, was sie rumstreuen. War das der Trumbo? Nee, oder? Boah, krass. Jetzt müssen wir erstmal die neuen Sachen gewinnen. Ey, den auf keinen Fall angreifen. Ich glaube, die sind richtig stark. Muss aber aufpassen. Ja. So, Kuro. Ja, das ist nämlich auch noch das Ding. Der Oppi muss den ja... Da muss ich irgendwas einstellen, habt ihr gesagt. Ach, scheiße, wie war denn das nochmal? Blutverlust leicht hat er immer noch. Naja, gut. Irgendwas muss ich einstellen. Hier, anwerben. Zeterinische Freilassung exekutiert. Anwerben muss ich, glaube ich, einstellen. Und dann muss Oppi das machen. Er hat das doch noch, oder? Hat Oppi noch diesen Boni? Wo steht das? Der hatte doch den Boni, dass er den auf jeden Fall anwerben kann. Jetzt weiß ich halt nur nicht. Warte mal, muss ich hier auch noch... Warte mal, Arbeit. Oppi. Bettruhe, Pflege, Aufsehen. Sozial. Das muss er jetzt mal machen. Neuer Rekrut! Bam! Oppi hat's einfach direkt mal geschafft hier. Der sieht jetzt noch scheiße aus, den müssen wir noch ankleiden und so. Das kriegen wir hin. Oppi geht jetzt gerade was essen wahrscheinlich. Ne, geht Schach spielen erstmal. Aber wir haben neun. Hallo Kuro. Du hast ja, was war denn das jetzt nochmal? Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Der hat ja, ist ja gut im Kämpfen und Kochen. Genau, der soll das Kochen übernehmen. Der soll einfach das Kochen übernehmen. Dann kann Doc nämlich forschen. Kuro kochen 1. So, das hier sowieso. Kochen 1. Das machen wir alles auf 1. Was heißt denn das Rote? Nicht sicher. Auf jeden Fall soll er kochen. So, warte mal. Und dann kann Doc, war ja unsere cleverste im Forschen. Das heißt, Forschen ist jetzt wieder auf 1. Und der gute Kuro wird dann jetzt das Kochen übernehmen. Ist natürlich noch nicht so gut. Kann wahrscheinlich noch gar nicht die krassen Mahlzeiten machen, ne? Der muss erstmal leckere... Benötigt 6. Nee, dann musst du einfache Mahlzeiten kochen. So, dann muss er erstmal besser werden. Und die hier pausieren wir mal. So. Gefragte Karawane. Neuer Rekrut, seltene Trumbos. Jäger ohne Fernwaffe. Ja, der gute Kuro hat jetzt natürlich noch keine Waffe. Ist im Nahkampf tatsächlich besser als im Fernkampf, aber im Fernkampf auch gut. Ist jetzt die Frage, was man da macht. Wir haben ja jetzt nicht so geile Waffen hier, ne? Schlecht, normal, normal, übel. Ah, hier ist ein guter Bogen. Aber wie gesagt, er ist halt nicht so gut auch. Ich würde ihn lieber Nahkampf machen lassen. Und Doc, was ist eigentlich los mit dir? Warum machst du jetzt sauber? Arbeit, Doc. Reinigen, 2. Und dann Kuro auch. Der soll auf jeden Fall erstmal kochen. Damit er das verbessert. Da sammelt er sich schon Beeren oder was ist das? Beeren. Oppi? Hast du keine... Malaria leicht versteckt, aber er hat jetzt nicht mehr. Immunität ist drüber. Er hat Immunität drüber. Dan hingegen. Auch eigentlich. Aber warum hat Dan noch hier dieses Symbol?
Inspiration, inspirierte Kreativität, das ist was ganz anderes. Das heißt gar nicht Malaria hier. Das ist irgendein Boni. Aber es sieht gut aus. Die sind beide drüber. Immunität ist auf 78%. Hier ist die Immunität sogar auf 84%. Behandlung. Erlischt. Muss behandelt werden schon wieder. Dan, du ruhst dich weiterhin aus. So, Scuttle kümmert sich gerade um die Pferde, um die Tiere. Angefragter Fall. Eine Nahsiedlung, Medizin, bilden folgender Gegenleistung. Heiler nannten. Was? Ja, kann ich auch nicht machen jetzt. Wie gesagt, wir sind noch zu wenige im. Gut, behandelt Dan auch direkt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann bin ich gespannt, ob das jetzt wirklich daran lag gleich, dass wir jetzt das neu erforschen müssen, dass ich keine Stromkabel mehr bauen kann. Bin ein bisschen schockiert. Ich kann nur die Batterie bauen. Was kann ich denn? Ich kann aber auch überhaupt gar nichts. Gar nichts kann ich bauen. Weder Solaranlagen noch sonst irgendwie. Wenn hier irgendwas ausfällt, haben wir keinen Strom mehr. Dann ist GG Game Over. Wie war das hier? Hä? B scheint auch nicht mehr zu funktionieren. War das überhaupt B? Neu installieren, neu verbinden, Strom ein, aus. Was war denn nochmal neu verbinden? Das war doch B damals. Ach, das ist jetzt ein neuen Button oder was? Muss jetzt hier aktiv so raufbübbeln, alles klar. Naja. So, Kuro kocht auf jeden Fall. Er lernt dazu, was ist denn das? Ach, die Tische sehen auch neu aus. Aha. So, die beiden sind wieder, das sieht man glaube ich auch an den roten Augen, ne, dass sie krank sind. Die haben so ganz andere Augen irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl. Kann man sagen, ja, der hat auch rote Augen, ne? Die haben alle rote Augen. So, ja, hier unten kann ich jetzt nichts machen. Hat denn jemand eigentlich hier mal die Dinger geholt? Nee, ne? Ja, die sind jetzt auch verrottet. Da biete ich wieder. Ibex Dö? Sag mal. Was ist denn das? Fuck. Unred. Das wurde noch nicht verdeutscht, kann das sein? Ach du je. Ach du je. Aber das Muffalo ist richtig. Und die Ratten. Nee, ist red. Naja. Alter, ne, der Trumbo hier, der will zu uns, habe ich das Gefühl. Der will in unsere Kolonie. Da wird aber nichts draus. Da wird nichts draus. So, wie sieht's aus hier? Malaria, Immunität, 91%. 85%. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich sagen. So, und Kuro kocht sich hier einen Wolf. Ja, und Doc forscht endlich mal wieder. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Machen wir jetzt halt mal was schneller. Momentan passiert ja nicht allzu viel. Hä? Yuma, die hat doch alles gelernt. What the fuck? Sie muss gehorsam noch weiter lernen, okay. Naja, warum nicht? Haben wir da neue Sachen? Was ist denn da schon wieder los? Geht etwas spazieren. Die ist ja immer noch nicht schwanger, oder? Nee. Die ist immer noch nicht schwanger. Hier, Gehorsam. Rettung ist jetzt zu blöd für. Die Muffalos. Da müssen wir jetzt den Gehorsam hier noch neu lernen. Bei allen. Warte mal. Zahmheit. Das Tier wird lernen, sich jetzt. Wird es jetzt gelernt? Sigmund. Sigmund, was ist bei dir? Naja, Scuttle hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun mit euch. Das kann man schon mal so sagen. Konsti? Was machst du da? Ach, geglättet.
Ich dachte gerade, die isst den Hopfen hier leer. Das wäre natürlich jetzt nicht so geil. Schmeckt nicht so geil. Boah, ich bin immer beeindruckt hier. Wie sieht denn das alles aus? Leichtes Leder? Moment mal. Einfaches Leder? Wolfsfell? Großkatzen? Das wurde jetzt zusammengefasst, oder was? Ach du jemine. Schweres Leder? Kamelhaut? Vogelleder? Also hier wurden ein paar Dinge zusammengefasst. Ist es richtig? Guck mal hier. Tierische Produkte, das wird Milch sein. Hier wurden die Sachen jetzt, das sind nicht mehr einzelne. Ist das für dich das gut oder nicht? Blaufell? Welche Pelz von Muffel los? Blauen Tönung. Naja. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Aber gut. Wird schon seine Richtigkeit haben. So, wie sieht's aus? Hier, Malaria ist jetzt bald mal gut. Immunität 93. Ich glaube, bei 100 ist dann vorbei, oder was? Malaria wurde immun. Aha. Ja, das ist doch gut. Also, Dan hat's überstanden. Das ist schon mal schön. Fehlt Oppi. Aber Oppi ist natürlich auch älter. Da ist, braucht das mit Immunsystem einfach einen Ticken länger. Ein Ticken länger braucht der Oppi. Kein Problem. Wieso gibt es hierfür kein Kürzel mehr? Das stört mich noch. Da muss es doch ein Kürzel geben. Ich guck mal gerade in Optionen. Leute, ich guck mal gerade in Optionen. Ach du Scheiße, was sind das denn für Optionen? Wo sind denn hier die Tastatureinstellungen? Ach du Jemine. Ach du Jemine. Strom ein, aus. V. Waffe verboten. Nee. Strom neu verbinden. Gibt's nicht. Ja, Verschiedenes. Ja, was ist denn Verschiedenes? Abbruch. Abbruch. Da müssen wir es jetzt immer hier machen. Müssen wir einfach hier draufklicken. Da scheint es jetzt keinen Kürzel mehr für zu geben. Ich weiß auch nicht, wie ich denn, wenn man sowas wieder machen kann. Keine Ahnung. Oder was? C? Nee. To connect? Nee. Hm, nicht sicher. Vielleicht bin ich auch dumm. Vielleicht ist das hier eigentlich gerade an oder aus? Warum ist aus, ne? Das ist auch richtig so. So, hier verrotten die Leichen. Wo sind die Sachen hin? Die Raupe und der Schnitter und so. Wo ist eigentlich die Schnitterklinge, die 2000? Das habe ich doch auch in der letzten Folge gesehen. Da wir hatten eine 2000... Da, hier. Powerkralle. Ist sie das? Was? Nur noch 1200 oder ist es was anderes? Ein tödlicher Handersatz in Clownform. Das ist doch die Schnitterklinge. Es ist tödlich im Kampf und die starken Mini-Servos können einen Schädel wie ein rohes Ei zerplatzen lassen. Wieso ist das jetzt weniger wert, Leute? Die Powerkralle. Nicht sicher. Was macht der denn da? Was heißt das denn jetzt? Hä? Schüssel bis Laufwechsel? Was? Die haben jetzt auch noch einen Lauf? Die brauchen jetzt Stahl? Kann nicht schießen, braucht einen neuen Lauf. Ach du Jemine, das ist auch neu. Die brauchen jetzt auch noch einen Lauf. Das ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Ey, wir müssen auch unsere Tierfarm vergrößern. Ne? Hier sind zu viele Tiere. Die Yuma, die schläft schon hier drin. Was ist das denn? Konsti und Kuro, wieso schlaft ihr jetzt hier? Seid ihr total dumm? Ey, er friert hier drin. Was ist denn da los? Ja, Hypothermia. Ja, logisch. Warte mal, jetzt weiß ich warum. Ihr habt kein Bett. Ah. Moment, Moment. Gefangene, nein, frei. Bett zuweisen. Krankenbett,
Wähle Besitzer. Konsti, zuweisen. So. Jetzt brauchen wir einen neuen Schlafbereich. Ganz vergessen. Das muss mal weg hier. Da muss Oppi mal ran. Das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Aber wieso? Um alles in der Welt legt ihr euch in die Kältekammer. Ihr Deppen, ey. Hypothermia, ja. Alter, da geht der in die minus 19 Grad kalte Kammer und schläft. Weißt du, da kann man auch nichts mehr zu sagen. Oh, da kann ein Stuhl hin? Oder, nee, das ist nur der Arbeitsplatz, ne? Das ist nur der Arbeitsplatz. Oder kann da ein Stuhl hin? Kann man da einen Stuhl hinbauen? Arbeiten die dann besser? Würde mich ja mal interessieren. Aber ein Stuhl an der Schlachtbank? Ey, bitte euch. Das ist ja wohl Blödsinn. Oppi, wie sieht's aus bei dir? Kann es sein, dass du... Ha! Oppi ist immun. Easy peasy. Leute, ey, das läuft einfach. Wow. Mal cool, ey. Was ist denn jetzt los? Alter. Hat der Blitz den Hasen hier getroffen? Schmerzschock? Verbrennung? Wie gut ist das denn? Haare retten. Heißt der so oder ist Haare jetzt wieder irgendein komischer Name für ein... Ach nee, komm. Nee, wir brauchen jetzt wirklich... Wir brauchen kein Haare. Was ist denn Haare? Ahnung. Das heißt Hase. Hase. Mann, Leute. Was sind denn hier eigentlich für Dinger da wieder? Ach Gott. Es geht wirklich hier drunter und drüber. Naja. Leute, die Folge ist zu Ende. Ach du je, jetzt ist ja auch noch die Batterie kaputt. Die Folge ist zu Ende. Der Chirurg ist nicht mehr inspiriert. Naja, okay. Wir, würde ich sagen, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter hier auf unserer kleinen Farm. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei RimWorld am Donnerstag. Ciao, Leute. Ach ja, nochmal Entschuldigung, dass die letzte Woche ausgefallen ist. Das lag schlichtweg und ergreifend daran, dass ich krank war, keine Stimme hatte und somit nicht aufnehmen konnte. Dazu auch nochmal ein herzliches Entschuldigung. Ich bin wieder da, es geht wieder weiter und wir sehen uns wieder. Tschüss, Leute. Euer Brilli.